Kirche ist grosszügig. Ich war kürzlich in Schaffhausen in einer Bäckerei, um ein Brot zu kaufen. Ich bin dort reingekommen und dann war der Gang schon so ein bisschen schmal und hatte noch viele in der Gegenrichtung. Ich wusste, also, wenn jetzt jemand kreuzen muss, muss ich den Atem anhalten. Beim Eingang hatte es Masken und man konnte dort eine nehmen, hat aber der Kasse 50 Rappen müssen zahlen. Der Kasse selber war ein Zettel, der gestanden ist, wenn man Beträge, die weniger als 10 Franken kosten, mit der Kreditkarte begleichen, muss man einen Zuschlag zahlen. Ich bin dann freundlich bedient worden, das Brot war gut, aber ich bin so rausgegangen aus dieser Bäckerei und hatte den Eindruck gehabt, irgendetwas ist da kleinlich. Ein komisches Gefühl. Alles hat hier seinen Preis. Ich habe mich natürlich gefragt, wie steht das bei uns in der Kirche? Was haben Leute hier für einen Eindruck? Also die Masken kosten ja nichts bei uns. Aber sind wir auch so ein bisschen Erbslizeller? Sind wir als Kirche wirklich so ganz anders? Und ich möchte von außen das ein bisschen anschauen, eine selbstkritische Betrachtung machen. Das schadet manchmal gar nicht. Wenn ich so ein bisschen herumhöre, wie Kirche, ich meine jetzt nicht nur Krishona Halau, sondern allgemein Kirche und insbesondere Freikirche wahrgenommen werden, dann ist das oft ein kleinlicher Eindruck, den man hat. Uns macht man den Vorwurf, wir seien homophob. Und das Spezialgebiet der Freikirche ist ja, das kann man immer wieder lesen, kein Sex vor der Ehe. Da haben wir uns darauf spezialisiert. Früher war es noch so ein bisschen das, dass man in der Mode, wenn man in eine Freikirche gegangen ist, der Zeit ungefähr 1 bis 2 Jahrzehnte hinten nachgegangen ist. Da hat dazugehört. Und das Dritte, was man leider gar nicht von der Hand weisen kann, ist, dass wir rechthaberisch sind. Und ich kann das begründen. Ich staune, wie viele Kirchen, wie viele Freikirchen es allein in der Stadt Schaffhausen gibt. Als ich vor 7 Jahren gekommen bin, 10 verschiedene Freikirchen. Das heisst doch, man kann nicht miteinander wirklich alles teilen. Man kann die Meinung vom anderen nicht unbedingt lassen, sondern man muss selber eine Kirche auftun. Und so ist das Ganze ein bisschen unübersichtlich geworden. Jetzt aber eine wichtige Feststellung. Dort, wo die Gemeinde, wo Kirche, wo Christen kleinlich sind, kommt es ganz sicher nicht vom Vater im Himmel. Weil der ist grosszügig. Der René hat es uns erzählt, ein wunderbares Beispiel von der Grosszügigkeit Gottes. Oder schon allein, wenn wir in die Natur hineinschauen, können wir eigentlich nur staunen. Ich habe gelesen, dass es 10'000 verschiedene Aromastoffe gibt, die wir mit unserem Gaumen unterscheiden können. Bei den Farben ist es noch viel krasser. Das sind 16 bis 20 Millionen Farben, die das menschliche Auge unterscheiden kann. Wer hat das herausgefunden? Wer hat das gezählt? Und die Nase muss ein ganz wunderbares Organ sein. Die kann nämlich 1 Billion verschiedene Düfte feststellen. Also was da im Frühling auch wieder alles blüht und zu sehen ist, wunderbar. Gott ist grosszügig, das hat er uns in der Natur gezeigt, das führt er uns immer wieder vor Augen. Gott ist auch sehr grosszügig im Vergehen. Da gehe ich dann näher darauf ein, noch in dieser Predigt. Und Gott ist grosszügig im Schenken. Er gibt uns nicht nur etwas von sich, das ist auch schon schön, sondern er verschenkt sich geradezu selber am eindrücklichsten in seinem Sohn Jesus Christus, wo wir immer wieder neu staunen können und danken, Gott verschenkt sich an uns Menschen in seinem Sohn. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, ich kann mir so ein bisschen Gedanken machen zum Thema Grosszügig. Und dann tue ich die verschiedenen Gedanken, die mir ankommen, mit Bibelfersen untermauern oder garnieren. Und das hat mich irgendwie nicht so befriedigt. Ich habe gesagt, Herr,
ich möchte einen Text, der uns als Beispiel heute durch die Predigt leitet. Und ich habe einen bekommen. Die Vorgeschichte muss ich noch kurz erzählen, aber die ist ziemlich bekannt. Der jüngere Sohn im Beispiel, den kennen die meisten recht gut. Er hatte genug gehabt, war überdrüssig von diesem langweiligen Leben daheim. Ihn hat das gut bürgerliche Leben angeödet. Er wollte mal etwas Zünftiges erleben. Das war seine Devise. Und das Geld vom Vater hat er schnell mal durchgebracht. Das war schon früher so möglich. Als das Geld aus war und er gelitten hat, war er bitter enttäuscht, am Boden zerstört und kehrt schlussendlich reumütig zu seinem Vater zurück. Und anstatt, dass er ihm eine gehörige Rüge erteilt, lässt er eine Riesenparty steigen. Die erste Hälfte vom biblischen Bericht endet mit der Aussage, und sie begannen ein fröhliches Fest. Und jetzt lese ich den Predigttext aus Lukas 15, der zweite Teil von dieser Geschichte, wo der ältere Sohn uns beschrieben wird. Ich lese da nach der Übertragung «Willkommen daheim». Während all dem war der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Als er die Arbeit beendet hatte, kam er nach Hause. Schon als er sich dem Hof näherte, hörte er Tanzmusik. Da rief er einen der Knechte zu sich und erkundigte sich, was da los sei. Der Knecht teilte ihm mit, euer Bruder ist nach Hause zurückgekommen. Euer Vater hat ein Fest angeordnet. Das Mastkalb ist geschlachtet worden, weil er ihn sicher und gesund zurückerhalten hat. Das machte den älteren Bruder wütend und er weigerte sich, an dem Fest teilzunehmen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, doch hineinzukommen. Doch der Sohn machte seinem Ärger Luft. Schau mal, wie viele Jahre ich nun schon hier für dich arbeite und ich habe dir nie Probleme gemacht. Aber bist du je auf die Idee gekommen, auch nur einen Ziegenbock für mich und meine Freunde schlachten zu lassen, damit wir auch mal etwas zum Feiern hätten? Und dann taucht plötzlich dein Sohn auf, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest unser einziges Mastkalb für ihn. Da versuchte der Vater ihn zu beruhigen. Mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Du warst doch die ganze Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber sollten wir uns jetzt nicht darüber freuen und richtig feiern? Alle hatten deinen Bruder längst abgeschrieben und für tot gehalten und er ist doch am Leben. Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden. Ja, Gottes Grosszügigkeit wird in dieser Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen sehr deutlich, indem dass er vergibt. Wer reumütig zu Gott umkehrt, der ist sicher, dass er die Vergebung bekommen darf. Vergebung ist so gross, dass sich der ältere Sohn richtig stört. Wie kann man nur? Das ist doch pädagogisch einfach nicht sauber. Gottes Grosszügigkeit wird in dieser Geschichte hier deutlich am Gehen. Was der jüngere Sohn alles überkommt, der goldige Ring, er überkommt neue Kleider und Schuhe, wird so nötig haben. Und man tut extra das Mastkalb schlachten wegen ihm. Alles kostbare Sachen, die ihren Preis hatten. Ja, in seiner Freude hat der Vater alles aufgeboten, was er konnte, um die Heimkehr von seinem verlorenen Sohn zu feiern und die zu versüssen. Er hat sich Zeit genommen, er hat ein Fest organisiert, er hat sich Gedanken gemacht und er hat mitgefeiert. Und mit dem Gleichnis, das Jesus erzählt, ist mit dem barmherzigen Vater niemand anders gemeint als Gott im Himmel. Und der ist grosszügig. Und er vergibt, er beschenkt uns, er hat Zeit, ein Fest auf die Beine zu stellen und zu feiern. Und eigentlich wäre jetzt alles gut, wenn nicht noch der ältere Bruder der Sohn wäre. Der ist so ganz anders als der Vater. Der ist kleinlich,
der denkt kleinlich und der handelt auch kleinlich. Der ältere Sohn hat die Heimkehr von seinem Bruder gar nicht mitbekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet. Das ist so typisch für ihn. Er verpasst das Fest, weil er noch schön brav an der Arbeit auf dem Feld draußen ist. Und es kommt noch dicker. Anstatt, dass man da klassische, hochstehende Musik aus dem Vaterhaus hört, ertönt da lüpfige Tanzmusik. Was wird denn hier gefeiert, ist die logische Frage. Und jetzt muss er hören, dass das Fest steigt für seinen nichtsnutzigen Bruder. Der ist heimgekommen. Enttäuscht und schmollend bleibt er stehen und weigert sich, an diesem Fest teilzunehmen. Wie ein kleiner Bub, der zwängt, kommt er mir vor. Und ich als Vater, ich hätte ihn mal draussen lassen, dass er ein bisschen oben runterkommen könnte. Aber der barmherzige Vater, der geht raus und redet ihm herzerweichend zu. Komm und freu dich doch mit uns. Wird das etwas bringen, die lieben Worte vom Vater? Wird das der ältere Sohn umstimmen? Also ein bisschen verstehe ich den älteren Sohn schon, dass der einen Groll hatte im Herz. Da muss ich sagen, sein Bruder, der Tagedieb, der hat es fertig gebracht, dass wegen ihm die ganze Umgebung aus dem Häuschen ist. Daheim gibt es eine ausgelassene Party, alle sind aufgeregt, eine Aufregung, nur wegen dem. Aber über ihn, er, der es noch nie hat nötig hatte, heimzukehren, weil er gar nie von daheim weggelaufen ist, weil er immer daheim war, über ihn hat sich noch nie jemand aufgeregt. Wegen ihm ist noch nie ein Fest gestiegen in diesem Haus. Er, der treue Kirchenchrist, der Ureinwohner vom christlichen Abendland, der Hüter von Moral und Tradition, er kommt sich vor wie einer, der auf der Schatzseite vom Leben angesiedelt ist. Es gibt keine Feste in diesem Leben, sondern nur einen eintönigen Alltag, der gefüllt ist mit härter Arbeit. Ist das nicht etwas merkwürdig? Man sollte doch meinen, wenn man in der Nähe vom Vater darf aufwachsen, dann sieht man der Quelle, dann hat man die Fülle, dann geht es einem gut. Irgendetwas scheint faul zu sein in dieser Geschichte, in diesem Verhalten vom älteren Sohn. Ich stelle mir das so vor. Der ältere Bruder, der lebt von Kind an, vom Morgen bis am Abend, vom Abend bis am Morgen in der Nähe vom Vater. Er kennt gar nichts anderes als die Atmosphäre vom Vaterhaus. Und natürlich liebt er den Vater. Und er weiß so haargenau, ich werde vom Vater auch geliebt. Das ist gegenseitig. Aber es ist so selbstverständlich geworden, dass gar keine Aufregung mehr drinnen ist. Über das, was einem selbstverständlich ist, was einem so selbstverständlich ist wie die Luft zum Atmen, über das denkt man plötzlich nicht mehr nach. Für das ist man nicht mehr dankbar. Vielleicht so wie bei diesen Ehepaar. Man ist aneinander gewöhnt, man fasst es kaum mehr in Wort, was man aneinander hat, und merkt es erst, wenn der andere vielleicht für längere Zeit mal verreist ist, oder noch schlimmer, wenn man verwaist am Grab zurückbleibt. So ungefähr steht es um den älteren Sohn. Er ist äußerlich gesehen dem Vater sehr nah, aber innerlich meilenweit vom Vater entfernt. Wenn das Wunder von der Vergebung zur Banalität geworden ist, dann müssten bei uns die Warnlampen leuchten. So ein Glaube macht keine Freude mehr, sondern wird einfach zu einer frommen Pflichterfüllung. Und ich glaube, das Schlimmste, was unserem Christenleben passieren kann, ist, wenn der Glaube uns zu einer Selbstverständlichkeit wird, wo wir täglich stumpfsinnig verschleissen, wie der ältere Sohn seine Existenz im Vaterhaus. Was kann man denn dagegen tun? Gegen die Gefahr, die allen lauert, die schon länger im Glauben sind. Das Verhältnis von einem Chef zu seinen Angestellten
wird in der Regel über die Leistung bestimmt. Wenn ich die Leistung erbringe, die man von mir erwartet, dann ist es gut. Das Verhältnis von einem Vater zu seinem Sohn und umgekehrt wird durch die Liebe bestimmt. Beziehung stimmt, wenn sie von der Liebe getragen wird. Und das hat der jüngere Sohn erfahren. Trotz ihrer Entgleisung ist er liebevoll im Vaterhaus aufgenommen worden. Der ältere Sohn dagegen, der hat in all diesen Jahren eine unmerkliche, schreckliche Veränderung durchgemacht. Er hat sich nämlich vom Sohn zum Sklav entwickelt oder degeneriert, müsste man sagen. Mit dem Leistungsdenken hat die Liebe immer weniger Platz gehabt. Und das ist ihm jetzt bei der Heimkehr von seinem ausgeflippten Bruder bewusst worden. Kirche ist grosszügig. Ich glaube trotzdem daran. Kirche ist grosszügig im Vergehen, im Gehen und im Denken. Interessant ist, dass der Petrus von Jesus mal eine Obergrenze hat wollen wissen. Wie manchmal muss ich da meinem mühsamen Bruder, der mir schuldig wird, vergeben? Vorschlag: 7-mal. Und Jesus sagt: Nein, 7-mal, 70-mal und meint damit nicht 490-mal, sondern unendlich. Eben, auch das, ein pädagogisches, fragwürdiges Verhalten. Ich merke immer wieder, wenn Gottes Kinder bei einem gewissen Punkt ihrer geistlichen Entwicklung nicht weiterkommen, liegt es in den allermeisten Fällen daran, dass irgendwo nicht super vergeben worden ist. Und ich finde es so traurig, dass einem Gegenspieler Gottes immer wieder gelingt, uns dort zu Bein zu stellen, uns dort aufzuhalten. Vielleicht hilft uns die kleine Parabel von Dieter Theobald. Es war einmal ein Staubsauger. Er besaß eine große Anziehungskraft und auch ein überaus anziehendes Wesen. Das machte ihn allseits beliebt. Den Schmutz der anderen ließ er diskret verschwinden, ohne darin herumzuwühlen. Wenn er seinen Dienst getan hatte, herrschte wieder reine Luft. Alles war sauber und seine Umgebung leuchtete. Jeder und jedes stand wieder in weißer Weste da. Fast möchte man sagen, er übte eine seelsorgerliche Funktion aus. Doch hätte man ihm das gesagt, er wäre rot geworden. Als er gefragt wurde, wie er solchen Dienst ja raus, ja rein bewältigen könne, ohne dabei zu kollabieren, antwortete er kurz und schlicht: immer wieder entleeren und am höheren Stromkreis angeschlossen bleiben. Ob wir als Christen und als Gemeinde grosszügig oder kleinkariert wahrgenommen werden, hängt, glaube ich, sehr stark vom Denken da oben ab. Wie denken wir? Wer einen armen Vater hat, der muss sparsam umgehen mit dem, was er austeilt, was er gibt. Und mit seiner Zeit, mit allem muss er sparsam umgehen. Wer aber einen reichen Vater hat, der grosszügig ist, der kann auch grosszügig Vergebung verschenken, Gaben, Zeit, Geld und so weiter. Und wir behaupten ja, und ich gehe mit euch da einig, dass wir einen überaus reichen Vater haben, der alles hat. Und darum ist es so wichtig, dass man an unserem Verhalten im Alltag aussen, wirklich spürt, dass wir einen grosszügigen Gott haben. Einen überaus reichen Vater, der gesagt hat, und nehmt das bitte mit: alles, was mein ist, ist auch dein. Gehört auch dir. Wie könnten wir da ärmlich tun, wenn Gott uns das zusagt? Alles, was mein ist, ist auch dein. Sparsamkeit bezüglich Vergebung, bezüglich Liebe, ist völlig fehl am Platz. Ja, wir würden geradezu ein falsches Bild von unserem Vater im Himmel abgeben, wenn wir da nicht grosszügig wären. Und die Leute morgen und übermorgen,
die schauen an mir, die schauen an dir, wie der Vater im Himmel ist. Da lesen sie ab und ziehen Rückschlüsse, und zwar zu Recht. Darum finde ich das eine grosse Herausforderung, wie wir uns diesbezüglich verhalten, wie wir von unserem himmlischen Vater denken. Jetzt bin ich mir selbst wohl bewusst, dass es auch Leute gibt, die haben bezüglich Vergebung wirklich alles im Reinen. Und denen möchte ich heute auch noch etwas mitgeben. Etwas, was mir neu wichtig geworden ist in dieser Geschichte vom älteren Sohn. Das ist eigentlich nichts anderes als der Ausspruch. Alles, was mein ist, ist auch dein. Du weißt es, ich weiß es. Aber wie funktioniert denn das wirklich? Ich habe vor einiger Zeit gemerkt, dass ich auch so ein kleiner älterer Sohn bin. Nie recht ausgeflippt, immer schön daheim, brav. Und doch eine gewisse Unzufriedenheit. Ich habe gewusst, mit Gott kannst du mehr leben. Das ist etwa ein Jahr her. Und dann habe ich mal im Bild gesprochen und gesagt, Vater im Himmel, ich möchte auch gerne ein Mastkalb. Ja, was bedeutet das? Ja, für mich und meine Freunde. Und ich habe in meinem Gebetstagebuch einen Post-it-Zettel. Dort habe ich 10 Mastkälber aufgeschrieben. Bin nicht bescheiden, aber ich habe gefunden, ich habe einen grosszügigen Gott. Und mir hat so viel von Heilungswunder. Das finde ich gut und richtig. Aber ich habe gesagt, Vater, ich möchte mal ein Beziehungswunder erleben. Ich habe so viele traurige Situationen in meinem Dienst mitbekommen, was in den Beziehungen einfach traurig aussieht. Ich möchte da mal etwas sehen. Und vor 10 Tagen hat Gott angefangen, den Braten überzutun. Es schmeckt schon, der Kalbsbraten. Es ist noch nicht angerichtet. Ich sage jetzt nur so viel, das ist ein Beziehungsproblem seit 7 Jahren. Und dann hat der Mann gefunden, jetzt müssen wir auch einen Schlussstrich ziehen. Jetzt muss ich mal mit meiner Frau reden, wie wir die Scheidung aufgelösen wollen. Ich habe nichts gewusst von all dem. Ich konnte nicht einmal speziell beten dafür. Das Resultat von diesem Gespräch unter 4 Augen war, dass wieder Funken gesprungen sind und die angefangen haben, darüber zu reden, wie sie ihre Beziehung wieder kitten könnten. Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Aber ich schmecke den Kalbsbraten. Und ich sage dir, nimm doch das von heute mit, wenn Vergebung wirklich kein Thema ist für dich. Tu mal formulieren, wie denn dein Mastkalb genau heisst. Ich musste ein Jahr jetzt warten, vielleicht musst du länger warten, vielleicht weniger lang, ich weiß es nicht. Aber wir haben einen grosszügigen Gott. Ich komme zum Schluss. Der himmlische Vater, der nimmt nicht nur den Jüngeren, den ausgefliebten Brüder in die Arme, sondern er ist parat und streckt auch seine Hand nach dir, der gutbürgerlichen Tochter, dem gutbürgerlichen Sohn aus. Du, wo du innerlich vielleicht so leer und unglücklich bist. Es ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl, sich wieder deinen Vater Hand zu nähern, in die Arme zu laufen. Das kennen alle die, die äußerlich zwar brav sind, innerlich aber unbefriedigt. Ich wüsste gern, ob sich der ältere Sohn hat überreden und gesagt hat, also, dann komme ich mal schauen, was da innen für eine Fete läuft. Jesus lässt den Punkt offen, wir müssen es auch offen lassen, es könnte so oder so gewesen sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt heute Vormittag ist, wie du dich entscheidest. Ob du gemerkt hast, ist da ja noch draußen. Und ich darf jetzt neu kommen. Was machst du jetzt? Bist du bereit, die Freude mit dem Vater zu teilen? Bist du bereit, die Arbeit Ruhe zu lassen und mitzufeiern? Oder willst du lieber länger noch schmollend draußen bleiben stehen? Willst du als Sohn, als Tochter vom himmlischen Vater
weiterhin Sklavenarbeit verrichten und die abmühen und über die Leistung definieren? Du merkst doch, wie in dir innen die Sehnsucht wächst nach dieser vertrauten und vertraulichen Nähe. Der Vater hält hier nach dir Ausschau und er ist herzlich gern bereit, dich in seine Arme zu schliessen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, du bist unser Vater. Wir danken dir für deine unbegreiflich grosse Liebe. Und ich bitte, lehr uns, neu aus deiner Fülle zu schöpfen, damit wir nicht arme Sklaven werden oder bleiben, die sich für dich abrackern, sondern fröhliche Gotteskind mit Ausstrahlung. Danke, dass du uns jetzt so hilfst, das zu verarbeiten, was uns in unseren Herzen angeklungen ist durch die Predigt. Schenke uns den Mut, uns einzugestehen, wenn wir längst Sklavinnen oder Sklaven geworden sind. Hilf uns, dass wir dich erneut finden als deine Kinder. Danke herzlich für den Reichtum an Liebe, an Vergebung, an Freude, an Herrlichkeit, die du, guter Vater, für uns parat hast. Amen.